ich hole euch ja noch ein Video, wo es losgeht mit dem Gelaber. Und zwar erstmal, ich bin schon ein paar Meter gefahren, ich bin schon wieder ein bisschen runtergekommen der Begeisterung. Aber jetzt kommt es, es ist für mich das beste Fahrwerk, was ich unabhängig von B-Stein oder nicht oder was das ich was, es ist das beste Fahrwerk, was ich bis jetzt gefahren bin, was man nachträglich in ein Auto einbaut. Sowas Feinfühliges. Leck mich am Arsch. Nee, danke. Leck mich im Arsch. Bist du eklig. Du spürst jeden Kieselstein unter der Straße. Unheimlich gutes Feedback. Diese leichte Empfindlichkeit zum Thema Drift oder die leichte Empfindlichkeit zum Thema Handling, was der M4 hatte, ist weg. Ja? Das Auto ist viel leichter zu fahren. Es ist jetzt vom Setup haben wir uns so gedacht, ein bisschen auf der härteren Seite des Lebens. Ein bisschen. Aber irgendwie steht es ihm ganz gut. Wo fahre ich jetzt eigentlich lang? Scheiße. Ne, hier sind wir falsch. Kein Problem. Nee, auch sowas. Das ist unheimlich. Also, das Fahrwerk hat damit nicht so viel zu tun eigentlich, aber das Fahrwerk hilft enorm, um eine ganz große Handlichkeit ins Auto reinzubekommen. Ich will das euch übermitteln. Versuchen wir gleich mal ein paar schnellere Kurven, weil es geht ja nicht ums Driften, darum geht es nicht, weil das Fahrwerk ist wirklich so feinfühlig. Also erstmal Druckzug, klar, ist jetzt vom Setup her, wie wir es jetzt gemacht haben, würde ich sagen, perfekt Nordschleife und halt noch akzeptabel für die Straße, ist aber auf der härteren Seite des Lebens auf der Straße, sagen wir mal so. Ihr kommt in so eine langgezogene Kurve rein. Mit wirklich Fofo, wo ihr merkt, dass die Vorderachse so leicht in Schwulitäten kommt, die Vorderachse. Wo du merkst, oh, wenn du jetzt zum Beispiel noch in dieser langgezogenen Kurve bremsen müsstest, weißt du, dass dein Traktionsteller vorne am Ende ist. Da kommt nichts mehr. Dann fängt es an, holprig zu werden. Das ganze Fenster schiebt sich im Moment so, von meinem Gefühl, ich bin jetzt gefahren 150 Kilometer bis jetzt mit dem Fahrwerk, so 20 Stundenkilometer nach vorne. Also so viel mehr Vertrauen kriegst du durch das Fahrwerk. So, Sturz haben wir gemerkt, Sturz ist vorne voll einstellbar. Wir sind jetzt noch im 1 Grad mehr als die Serie vorne fährt, was ihm aber schon extrem viel mehr Traktion an der Vorderachse gibt im Vergleich zu dem Serien-Setup. Wo fehlen wir denn ein paar coole Kurven hier? Wir holen nämlich gerade ein Kundenauto ab aus dem Sauerland. Und da haben wir uns gedacht, weil die Videos müssen ja immer dazwischen geschoben werden. Ich will euch ja immer jetzt was bieten. Das heißt, wir drehen jetzt die Videos on the fly, on the road again. Wir müssen jetzt uns das zusammensuchen, was wir brauchen. Wir brauchen Kurven. Wir suchen für euch, damit das 1:1 erklärt werden kann, was los ist. Es ist so schwer, verbal zu erklären, was der Unterschied bei einem Fahrwerk ist. Das ist am Ende des Tages geht es einfach nur darum, wie viel Vertrauen es dir zurückgibt. Wie viel Wohlfühl-Feeling Charakter beim Fahren entsteht. Merkt ihr, was ich sage? Das ist ein bisschen durch gerade, ne? Hier querfahren, das kann halt jeder. Das ist nicht der Punkt, weißt du? Mach so. Hallo. Darum geht's nicht. Geht mehr darum, Geschwindigkeit aufzubauen und dass der Dämpfer bei hohen Geschwindigkeiten mit den 20 Zoll Felgen immer noch in der Lage ist, eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Stabil sind noch die serienmäßigen drin, weil ein Stabilisator zum Beispiel sorgt ja auch dafür, dass wenn zum Beispiel die rechte Fahrzeugseite das Rad sich so reinhebt, der Stabi ist ja jetzt hier zwischen, der verbindet ja das linke Rad mit dem rechten Rad, dass dort halt das andere Rad gleichmäßig mit hochgezogen wird. Wenn der Stabi jetzt härter wird, korrigiert er mehr, dass das andere Rad auch hochkommt und das Fahrzeug wanken geht dann gegen Null. Wie ich meine? Also das kippt nicht mehr so. Also Stabis sind noch Serie. Ein etwas härterer Stabi würde dem M4 gut stehen. Muss er aber nicht unbedingt haben, weil er so wirklich auch schon wirklich fix zu bewegen ist. Der Performance-Unterschied von Serie zu dem, warum ist meine Uhr eigentlich nicht richtig eingestellt? Kann ich denn bei so einem Auto die Uhr verstellen? Da steht 5:45. Habe ich hier keine Atomuhr eingebaut hier in den Fliegen? Sowas zum Beispiel. Heckangetriebenes Fahrzeug, jetzt haben wir so einen kleinen Bodenwelle gehabt. Da wäre das serienmäßige M4-Fahrwerk schon ein bisschen nervöser geworden und hätte aufgrund des nicht so hohen Ausfederweges Traktion verloren einem Rad. Oder zumindest wäre der Auflagedruck von dem Reifen etwas weniger geworden. Und somit hätte dann angefangen, das Sperrdifferenzial merkt, wir haben Schlupf, wir machen zu und der Drift wäre begonnen. Das heißt, das Auto ist bemühter, sieht nicht schlecht aus hier. Das Auto ist bemühter, Traktion zu behalten. Sackgasse. Was ne Scheiße da. Ja.
halt unter uns sehr, 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 sehr schlecht jetzt. Und der Dämpfer ist in der Lage, den Kontakt zur Straße immer wieder zu suchen und kann alles ausgleichen. Das heißt, wir sind in der Lage, die 700 Newton, guck mal nach vorne. Das ist das perfekte Beispiel. Unter uns die Straße arbeitet. Wir kommen jetzt hier gerade so gut mit etwas höherer Geschwindigkeit über die Kuppe. Glatt auch, merke ich gerade. Ist ein bisschen Eis. Wir haben jetzt eine geile Stelle gefunden. Jetzt ist natürlich für Jonas die Arschkarte. Wir haben nämlich draußen minus 1 Grad. Und ich schicke ihn jetzt in den Wald, damit ihr geile Bilder seht von außen und Sound und Wald und so. So wie bei Automotorsport TV. Ich finde die Bilder immer so geil. Das heißt, Jonas geht jetzt in den Wald, ich sitze im warmen Auto und fahre jetzt hier lang. Und dann seht ihr das. Vielleicht machen wir sogar coole Musik so ein bisschen drunter. Vielleicht auch nicht. Weil ihr regt euch immer auf, wenn coole Musik drunter ist. Aber vielleicht kann man so ganz leicht coole Musik drunter machen. Machen.